Meisten kennen mich ja, dass ich sehr gerne so tropische Früchte bzw. auch tropisches Gewächs anbaue, weil es mir halt ziemlich Spaß macht und ich auch diesbezüglich ein sehr großer Fan bin. Und dazu gehört jetzt auch mal so ein paar Selbstversuche, die ich mal dieses Jahr starten möchte oder beziehungsweise nochmal neu versuchen möchte. Und darunter zählt zum Beispiel diese wunderbare Pflanze hier. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, jetzt möchte ich euch einfach mal wieder so ein kleines Selbstexperiment oder einen Test machen, wie ich dieses Jahr erfolgreich einerseits Kurkuma anbauen möchte und Süßkartoffeln. Wieder letztes Jahr habe ich es auch probiert, aber dazu später mehr. Und jetzt möchte ich mich ein bisschen um den Kurkuma widmen. Und ja, also dann hat dieses Jahr der regionale Urproduzent, der mir auch das Feld vermittelt hat, hat mal Kurkuma zum Verkauf angeboten. Hat das jetzt das erste Mal gemacht, soweit ich weiß. Und es hat mich dann einfach sehr interessiert, dass er das jetzt mal gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wo er das Saatgut hat, beziehungsweise die Knollen, weil es dann doch ziemlich schwer ist und recht teuer. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und habe den einfach mal hier jetzt so diesen kleinen Topf reingemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob er groß genug ist. Also möchte ich da einfach selbst schauen, ob das wirklich so ist oder nicht. Wie auch dann der Ertrag sein wird. Ich habe grundsätzlich in der untersten Schicht ein bisschen Holz reingetan. Also so Holzhäcksel, ein bisschen Mist, der gut abgelagert gewesen ist. Und ein bisschen Erde, also so Gartenerde. Und dann habe ich einfach die Pflanze reingesetzt und auch schon mal ein bisschen gemulcht. Das ist jetzt die Phacelia hier. Die hat mein Vater, er hat seinen Boden reingesetzt in einen kleinen Kübel und da haben wir jetzt einfach die Phacelia rausgenommen. Das habe ich jetzt einfach als Mulch genommen. Und so möchte ich jetzt das Selbstexperiment hier so ein bisschen starten und ja, mal schauen, wie es dann so wird. Kurkuma braucht, glaube ich, wie Ingwer eine ziemlich lange Kulturzeit, so ungefähr 10 Monate, glaube ich. Und da muss man einfach mal schauen, ob ich sie dann, wenn es rechtzeitig kühler wird, dass ich dann sie ins Haus stelle oder sowas und dann mal schauen im Herbst. Bin einfach mal gespannt, ich werde mich einfach um die Pflanze kümmern und dann kommen wir mal ganz kurz zur Süßkartoffel, die ist ein bisschen in einem größeren Kübel und da schauen wir jetzt aber mal schnell vorbei. Also hier haben wir jetzt die Süßkartoffel, das ist eine speziellere Sorte, das ist die Süßkartoffel Sakura. Die habe ich aus einem Online-Shop gekauft, habe ich diesmal nicht vorgezogen. Also letztes Jahr habe ich sie zum Beispiel eine Süßkartoffel gekauft bei einem Bioladen bzw. von hier jemanden aus der Region, der eine solidarische Landwirtschaft hat. Und da habe ich die halt ein bisschen vorgekannt, aber weil es bei mir unten auf dem Feld ziemlich kalt gewesen war, ist die Süßkartoffel kaputt gegangen. Und diesmal wollte ich mir halt die Pflanze jetzt mal direkt kaufen, um einfach nicht die Stress mit der Voranzucht zu haben, weil ich da auch noch nicht so die Möglichkeit hatte. Deswegen habe ich mir jetzt die Sakura hier gekauft. Das ist halt, wie der Name schon sagt, Sakura, so wie Kirsch, ein bisschen rosa Farben. Und das ist halt sehr interessant, dass die Süßkartoffel auch wirklich so rosa Farben ist. Und das finde ich einfach sehr interessant für diese Batane. Und mal schauen, ob sie auch was wird. Die ist jetzt hier so einen größeren Kübel, einen Terrakotta-Topf, auch wie bei dem Kurkuma, wieder mit Holzhäcksel unten am Boden, Pferdemist und ein bisschen Gartenerde. Und bis jetzt übersteht sie sehr gut. Beide Pflanzen mögen es sehr warm und diese Terrakotta-Töpfe, die erwärmen sich auch ziemlich gut. Und da muss ich aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt auch so mein erster Versuch, den ich hier so mache mit der Süßkartoffel. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sie sich entwickeln. Freue mich wirklich, wenn dann auch wirklich was, ein Ertrag rauskommt. Wenn es auch nur ein bisschen ist, dann kann ich es ja auch ein bisschen vermehren. Und es ist einfach für mich eine Erfahrung, wenn ich mal in die Tropen auswandern möchte, dass ich schon mal mit diesen Kulturen ich weiß, wie ich mit dem umgehen soll. Und damit möchte ich auch das Video belassen. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr
auch schon mal versucht habe, Kurkuma, Ingwer, Süßkartoffeln, was weiß ich, Chayote anzubauen, zu kultivieren, einfach so ja, tropische Früchte zum Beispiel oder tropische Kulturen. Ja, gerne könnt ihr auch ja, den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, so werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden und Bekannten von meinem Projekt erzählt, damit es einfach sich weiter verbreitet, mehr Leute auf mich aufmerksam werden und ja, einfach sozusagen mich unterstützen könnt. Findet ihr auch natürlich Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Infobox. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.